Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wird es darum gehen, wie man Xenon-Brenner auswechselt. Los geht's nach dem Intro. Guten Morgen! So, das sind die schönen neuen Dinger. Ich denke mal, die kommen straight aus China. Und ja, dafür müssen wir vorne ran. Mach erstmal die Motorhaube auf. Zack. Rustikal wie beim Panzer, ey. Das ist komplett Panzer. Ja, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Halogenscheinwerfer und Xenonscheinwerfern? Und zwar ist hier eine Linse drin und dahinter befindet sich der Xenonbrenner. In diesem befindet sich das Xenongas. Das Xenongas wird zum Leuchten gebracht mit einer Hochspannung und das ist um einiges heller als Halogenscheinwerfer. Dazu muss man auch noch sagen, dass jedes Auto mit Xenonscheinwerfer eine Leuchtweitenregelung haben muss und eine Scheinwerferreinigungsanlage. Deswegen auch diese Ausschnitte, die besonders speziell beim Polieren sind und besonders schwierig sind. Aber ich finde, ich habe es eigentlich relativ gut gemacht. Also Props an mich auf jeden Fall. So, und jetzt müssen wir erstmal die alten Xenonbrenner ausbauen. Beziehungsweise wir zeigen euch jetzt erstmal, wie die jetzt von der Leuchtqualität sind, weil ich habe mir jetzt farblich gestaltet andere geholt als die Serien-Xenon-Brenner. Und ja, dafür mache ich mal das Licht an. Dazu muss man auch sagen, dass ich finde, dass Alcos Serie Xenon echt wie Halogen aussieht. Also es ist viel zu warm. Ist an? Ja, es war. Jetzt auf der Kamera sieht es schon krass kalt aus. Ja, aber man muss ein bisschen warten. Also die brauchen so ungefähr 30 Sekunden bis eine Minute, bis sie eigentlich die richtige Leuchtwärme entwickelt haben. Ja, ja, Ermatic meldet sich. Drucksprecher lässt grüßen. Guck mal, film mal jetzt drauf. Man sieht jetzt schon leicht, wie es gelblicher wird. Oh ja, nicht, oh ja. Ne, oh auf ja. Der Cam sieht ja. Man es jetzt richtig gut. Völlig krass. So, und das hat mich halt immer gestört, weil das sieht halt aus wie Halogen. So, und das, so kann man ja nicht rumfahren. Wir wollen ja eigentlich den LED-Touch, ne? Genau, richtig. So, ja, jetzt sieht man es eigentlich ganz gut. Also das ist, so sieht es dann final aus. Wirklich nicht schön. An Farbe habe ich jetzt bestellt 6000 Kelvin und ich meine, dass 4300 Kelvin drin sind. Kelvin zur Erklärung ist die Farbtemperatur der Leuchtmittel. Und ja, jetzt bauen wir die alten mal aus. Ab 10K wird doch irgendwie blau, oder? Da bin ich jetzt schon wieder mit richtig gefährlichem Halbwissen unterwegs. Genau, das sind jetzt 6000K, man kann noch 8000 oder 10.000, aber das wird dann schon sehr blau. Das sieht dann, weiß nicht, so RTU-Tuning aus. Ja, komplett. Man kennt es damals mit 16 in der 125er. So, ich hoffe, dass sie jetzt nicht besonders heiß sind, weil jetzt haben wir sie ein bisschen laufen lassen. War da nicht irgendwas auch noch mit, dass die Scheinwerfer irgendwie geheizt werden oder sowas im Winter? Nein. Gut. Ich dachte immer, Xenon entwickelt weniger Hitze. Aber okay. Alles klar. Dann verstehe ich nicht, warum die gereinigt werden müssen. Also. Na, die Reinigung hat eigentlich nur den Sinn, dass wenn hier vorne viel Dreck drauf ist oder Fliegen, dann streut dieser Dreck und es ist halt so hell, dass es dann den Gegenverkehr blenden kann. Und daher halt die Reinigungsanlage, dass das immer schön sauber ist. Aber in Real Life, also ich habe bei der S-Klasse auch so einen Knopf gefunden für Scheibenreinigung. In Real Life benutzt das kein Schwein, oder? Nein, ich habe es auch noch nie benutzt. Keine Ahnung, ob es überhaupt geht. Das wird dir dann der TÜV-Prüfer sagen. Der testet das. Ja, klar. Der testet das auf jeden Fall. Der testet auch die Leuchtweitenregulierung. Das heißt, wenn man anmacht, dann gehen die Xenon, das wissen auch wahrscheinlich einige, die Xenon fahren, gehen die einmal so runter und wieder hoch und leveln sich dann, je nach Beladungszustand. Ich dachte, das wäre immer nur so Prollfaktor. Es ist ein gewisser Prollfaktor dabei, aber der Sinn ist ein anderer. So, alles klar. Jetzt nehmen wir diese Kappe ab. Hier steht schon Danger High Voltage, ne, mit ein paar chinesischen Zeichen. Oder nee, ist wahrscheinlich was anderes. Und dahinter... Gefahr. Anscheinend ein Stecker. Ich versuche ihn mal abzumachen. Okay, er ist ab. Das ist alles. Wie gesagt, ich habe das bis jetzt auch noch nie gesehen oder gemacht. Sieht man auch wunderschön deine originale Wagenfarbe. Hallo, der ist grau. Ich wollte ja schon mal das Folienvideo antasern hier. Ja, wie wir gerade festgestellt haben, sind die wie Halogenleuchten einfach mit so einer Spange fest. Festgespannt, ja. Ich weiß noch, bei meinem ML, bei den Halogenscheinwerfern, das war richtiger Krampf mit den Spangen. Oh, schon mal erfolgreich gewesen. Alte ist raus. Steht da jetzt auch drauf, wie viel Kelvin? Oder das wäre natürlich schön, erraten? Ne? Also ich habe auf jeden Fall das Richtige bestellt. DS2 ist der Warte Sitz. Kurz, warum, wenn man hier schon so eine Kamera hat, warum kann die dann nicht mal fokussieren?
der Autofokus hat. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so sein soll, aber hier sieht es auch irgendwie verdächtig aus. Sieht so aus wie eine durchgebrannte Glühbirne irgendwie. Original. Sorry Leute, ich bin zu dumm, den Autofokus zu betätigen. Neu sieht das Ganze so aus, wenn das jetzt vergleicht hier. Sieht ein bisschen milchig aus auf jeden Fall. Ja, jetzt setzen wir mal die neue rein und vergleichen das Ganze. Kann man nicht mal in Ruhe hier seinen 10er-Scheinwerfer machen, ey. Und das sagen schon wieder ein Multimeter will. Ah ja. Wie stöpsel ich das ein hier? Was denn? Das ist richtig so. Und schon ich guck nochmal Tutorial. Guck mal. Und danach machst du selber Tutorial, ne? Ja. So Leute, in diesem Video zeigen. Wie ihr an eurem CL500, so 0% der Zuschauer im CL500, aber Hauptsache alle wissen, wie man den Kriegsstrom misst. Endlich ist die Xenon-Birne drin. Das die ging neue, ja fix. Die neue natürlich, also das ist wirklich die alte. So. Warte, ich will jetzt auch einmal hier. Du willst auch einmal? Einmal watchen. Okay. Oh ja, die sieht... Sieht nicht gut aus, ne? Also man sieht auf jeden Fall dieses Milchige, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie man den Autofokus beträgt. So, nach einigen gebrochenen Fingern ist die Birne jetzt drin, der Xenon-Brenner, inklusive dem Stecker. Das ist so eine Art Steuergerät, denke ich mal. Der Stecker ist auch drauf und jetzt schalten wir das erste Mal an. Hoffentlich funktioniert's. Ah ja. Moin, Kollege. Geht das? Ja, ja. Oh ja. Oh ja. Der Unterschied ist natürlich jetzt schon krass. Wir lassen ihn erstmal auch nochmal vorglühen. Und da mal rein Linz. So. Ja, ist alt. Und das ist neu. Das macht schon Unterschied, ne? Auf jeden Fall. Das sieht schon Gangster aus. Ja, darum geht's ja jetzt nicht. Es soll ja, ich sag mal, zeitgemäß sein, ne? Zeitgemäßes Licht für dieses Auto. Ich finde, mit der Folierung und so kann man einfach nicht mit Halogenoptik rumfahren. Ja, auf gar keinen Fall. Vor allem nicht, wenn man schon 10er drin hat. So, jetzt machen wir noch fix die andere Seite, hoffentlich ohne Komplikationen und ja. Ich weiß auf jeden Fall schon, warum du an der anderen Seite angefangen hast, wenn ich mir hier diesen dicken Sicherungskasten so angucke. Es ist schlimmer, als es aussieht sogar noch, ne? Es ist schlimmer als auf der anderen Seite auf jeden Fall. Also da war richtig gut, aber hier, naja. Aber es sitzt hier auch so schief drin. Also die erste Schicht haben wir schon mal ab. Das ist der Deckel gegen Feuchtigkeit. Jetzt kommt das Steuergerät, wobei... Ja, es ist nicht das Steuergerät, aber es ist so ein Verbinder, der wird darauf gesteckt und dann gedreht. Und jetzt muss ich ihn abdrehen. Aber es gestaltet sich sehr schwierig mit den Platzverhältnissen hier. Was machst du? Ich dachte, wir wollen Xenon wechseln. Warum holst du denn jetzt hier eine Zange? Ich muss etwas Platz schaffen. Und muss hier mal den Kabelbinder hier entfernen. Nicht in den Kabelbaum schneiden, das wäre nicht so gut. So, zack. Ach, das ist die Hauptkabelleitung, die ich bei meinem Injektorschaden auch überprüfen sollte, weil Leute behaupten, dass sich dieser Kabelbaum hier am Hauptrahmen anscheuert. Ja. Fand ich auch richtig interessant, die Theorie. Naja, ist interessant, wenn man sich hier die Isolierung anguckt. Warte, ich mache Autofokus drauf. Und ich brauche auf jeden Fall noch so AMG-Ansaugrohre. Ich glaube, dann sind wir gleich auf der Autobahn, oder? Ja, ich kann dich gerne beraten in Form und Farbe. Weil die Oris, die schnüren den Motor so zu, ich merke das richtig. Er schreit danach. Ich brauche diese geilen AMG-Rohre. Hier steht sogar, man soll das Licht ausschalten, wenn man am Motor arbeitet. Hä? Am Motor? Hier steht Gefahr, Licht aus. Ja, weil... Ach so, wenn man da dran greift. Ja, da sind ja ein paar tausend Volt drauf und das zwirbelt, glaube ich. Schon. 1000 Volt? Ja. Ernsthaft? Ja, viel Spannung zu einer niedrigen Stromstärke. Sowas geht aus 12 Volt Bordspannung? Ja, deswegen ja das Steuergerät, was aus deinen 12 Volt dann diese Überspannung macht. Ah. Das Xenongas zu zünden. Dieser Initialstrom ist halt sehr hoch. Kann man davon sterben? Hier, da steht's doch, 25.000 Volt. Warum steht das hier nicht? Oh, Lul. 25. Alter. Autofokus. Ah, jetzt. Nächsten Videos kommen wieder mit iPhone, Leute. Ah. So, Max versucht sein Glück. Ich bin anscheinend nicht stark genug. Mein Arm bricht gleich ab. Auf der anderen Seite ging's, aber war auch schon schwierig. Jetzt in der dunklen Jahreszeit braucht man auf jeden Fall gutes Licht. Ist ja essentiell. Sieht man das mit der gelben Schrift drauf? Ja, sieht man perfekt. Genau, da ist halt Open und Close und wir versuchen die ganze Zeit aufzudrehen. Aber da tut sich gar nichts. So, also. Wir haben rausgefunden, er war gar nicht auf zugedreht, sondern war die ganze Zeit schon auf aufgedreht. Wir hätten einfach nur ziehen müssen. Da ist er. Und wie sieht der aus? Auch milchig? Oh, guck mal hier. Da ist ein bisschen... Ah ja.
bisschen Isolierung kaputt, ne? Also es wird eigentlich nur eine Spannung drauf gegeben von hier, da ist Masse, hier oben rauf und hier ist das Xenongas drin und das macht dann das Licht. Doof gesagt. Habe ich verstanden. Alarmanlage funktioniert noch? Yes. Hat mich eingeschlossen. Die zweite Seite ist erfolgreich gewechselt. War ein ziemlicher Krampf, um ehrlich zu sein. Aber beide leuchten. Leuchtweitenregulierung, wenn man so mal hier hinguckt, sieht auch gut aus. Beide schon gleich hoch. Wir haben beide richtig eingesetzt. Weil manchmal kommt es ja vor, dass man die irgendwie schräg einsetzt oder so und damit der Klammer nur festmacht, dann sieht man das, dass es nicht ganz passt. Hier passt alles und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich aus diesem Video und ciao.